Hallo zusammen! In diesem Video erfährst du, wie du dein Homeoffice einrichten kannst und was es dabei zu beachten gibt, damit du auch bei dir zu Hause gut und konzentriert arbeiten kannst. Denke daran, dass dieser Arbeitsplatz deinen Platz im Schulzimmer ersetzt und du dort jeden Tag Aufträge erledigen wirst. Als erstes brauchst du einen Arbeitsplatz, also einen Ort, an dem du konzentriert und alleine deine Aufgaben erledigen kannst. An deinem Arbeitsplatz brauchst du Schreibutensilien. Dazu gehören Farbstifte, Bleistift, Schere, Lineal und ein Radiergummi. Zu einem guten Arbeitsplatz gehört auch, dass du gutes Licht zum Arbeiten hast. Außerdem brauchst du auch einen Stuhl, auf dem du eine längere Zeit bequem sitzen kannst. Überlege dir, wie du deine Schulsachen so verstauen kannst, dass du stets alles wiederfindest. Deine Eltern helfen dir sicher gerne dabei. Folgende Tipps gilt es zu beachten. Deponiere keine Handys oder andere elektronischen Geräte oder auch Spielsachen auf deinem Arbeitsplatz, damit du dich nicht unnötig ablenken lässt. Wähle also einen ruhigen Ort und noch ganz wichtig, achte darauf, dass der Fernseher abgeschaltet ist. Dekoriere deinen Arbeitsplatz mit etwas Persönlichem, das dich während der Homeoffice-Zeit motiviert und glücklich macht. Beispielsweise mit einem Bild, mit einem motivierenden Spruch, einer schönen Pflanze, einem Foto oder einem Glücksbringer. Nun bist du super vorbereitet und wir alle wünschen dir eine tolle und erfolgreiche Homeoffice-Zeit.